Mein Name ist Claudia Föse. Ich bin diplomierte Expertin Intensivpflege im Kinderspital Zürich auf einer pädiatrischen Intensivstation. Und ich habe noch die Zusatzfunktion als Pflegeberatung chronische Atemunterstützung, auch im Kinderspital Zürich. Ich betreue Kinder diverser Altersstufen, die daheim eine chronische Atemunterstützung benötigen. Und die Angehörigen, Familien, Eltern oder auch die betreuenden Pflegenden der Kischbecks-Organisationen bekommen Schulungen durch mich als Pflegeberatung. Mein Name ist Karin Riener. Ich arbeite im Kantonsspital Winterthur auf der Psychosomatik und ich besuche das DAS Familien- und Patientenedukation. Die Motivation, die mich dazu gebracht hat, ist in der Arbeit mit den Jugendlichen. Die sind nämlich alle mit dem Handy unterwegs und ich habe gemerkt, dass der digitale Zugang ganz ein wichtiger Ast ist, der mich eigentlich weiterbringen kann. Das war das erste Modul, das ich besucht habe. Das ist die digitale Medien in der Patientenedukation. Und das hat mir so unglaublich Spass gemacht, dass ich gemerkt habe mit der Gesprächsführung, dass das ein weiterer guter Ansatz kann sein kann, den ich arbeiten kann. Und darum habe ich dann dort weitergemacht. Also mir gefällt besonders der Praxisbezug, dass wir da mit Tools unterrichtet werden, die wir wirklich in der Praxis nutzen können, sei es in Anleitesituationen, sei es in Gesprächsführungen, dass wir das halt genau lernen und ich merke, okay, das habe ich jetzt die ganzen Jahre so und so gemacht, aber man kann es besser machen. Also ich habe gelernt, eben, man kann Filme erstellen, man kann Podcasts erstellen. Es ist eine weitere Möglichkeit, wie ich den Zugang finde zu Patienten und Angehörigen. Was mir ermöglicht, dass ich ein Material einsetzen kann und das eigentlich auf breiter Ebene brauchen kann. Also mit den Weiterbildungsteilnehmern finde ich, es ist extrem spannend. Sie kommen aus diversen Gebieten, nicht nur in der Pflege, sondern auch Ergotherapie, Physiotherapie, Geriatrie. Das finde ich wahnsinnig spannend, auch mal andere Arbeitsfelder kennenzulernen. Also ich habe gestartet mit dem CAS, jetzt bin ich beim DAS. Und ich denke, jetzt haben wir sehr viel Arbeit, die ich wieder ein bisschen machen muss. Aber im Hinterkopf habe ich natürlich, dass ich dann mal noch ein MAS machen werde. Das bedeutet dann natürlich auch noch einen Haufen Arbeit mit Schreiben. Und ich habe im Moment noch kein Thema, das ich sagen kann, das ich jetzt gerade wählen kann. Aber es wird sicher irgendwie im Bereich auch wieder ein bisschen mit Patientenkommunikation zu tun haben.